Hallo und herzlich willkommen zu unserer Playlist zu den parapsychologischen Geräten, die wir auf unseren Untersuchungen verwenden. Heute möchte ich euch das Thema EMF-Meter vorstellen. EMF, Abkürzung, steht für elektromagnetisches Feld. Und elektromagnetisches Feld ist eigentlich das wichtigste Messkriterium, was es für uns gibt. Denn ausgehend von der Energiethese, die stelle ich euch in der anderen Playlist zu den Theorien vor, da gehen wir dann genau auf den wissenschaftlichen Background dazu ein. Aber Energiethese besagt quasi, dass Energie nicht verloren gehen kann. Das ist ja auch bewiesen, das ist der erste Satz der Thermodynamik. Es ist allgemein erklärt über den Massenerhaltungssatz, den Energieerhaltungssatz. Aber ausgehend davon, dass Energie nicht verloren geht, aber sich durchaus in eine andere Form umwandeln kann, haben wir also immer eine Energieumwandlung. Und diese Energieumwandlung lässt sich in der Regel mittels eines elektromagnetischen Feldes messen. Das ist eine von zwei Arten von elektromagnetischen Feldern, die man haben kann. Es gibt statische, wie zum Beispiel bei einem Magneten, die halt quasi, sagen wir, immaterial bedingt sind durch die Struktur von demjenigen Material, oder auch, sagen wir, bei Metallen oder Steinen. Die haben ein freies Elektronengitter, das heißt, Elektronen sind darin frei beweglich. Und immer wenn wir freie Ladungsträger haben, die sich irgendwie bewegen können, wird ein elektromagnetisches Feld erzeugt. Und dieses elektromagnetische Feld, das können wir messen. Aber was wir eher messen, ist natürlich nicht das, das ist eher so ein Ausschlusskriterium, sondern die Veränderung des elektromagnetischen Feldes, sprich, wenn sich Energie umwandelt. Das kann bei einer Geistuntersuchung durchaus auftreten. Beispiel, ich sage jetzt mal, wir sehen einen geisterhaften Schemen oder wir hören ein Geräusch, dessen Ursache wir nicht finden können. Wenn wir dann parallel ein elektromagnetisches Feld messen, was anzunehmen ist, haben wir quasi schon mal den letzten Teil, es ist irgendwie Energie entstanden. Wobei ich entstanden in Anführungszeichen setzen muss, weil, wie gesagt, kann nicht verloren gehen, kann nicht entstehen, sie wurde halt nur umgewandelt. Dann stelle ich natürlich die Frage, woher kommt diese, sagen wir, Lichtenergie in Form von Schemen oder akustische Energie in Form von einem Geräusch? Und oft ist es in der Regel so, dass es natürlich einen Zusammenhang gibt. Meistens ist es so, dass entweder die thermale Energie verbraucht wird, sprich die Raumtemperatur sinkt, das machen wir dann mittels Thermometer, oder aber die zweite Variante ist, dass sich irgendwelche anderen Energiefelder, zum Beispiel die körpereigene Energie oder die Energie, die sich mehr oder weniger, sag ich mal, durch die freien Ladungsträger so ein bisschen in der Luft und im Raum befindet, dass die sich dann umgewandelt hat. Und diese Umwandlung ist das, was wir hier quasi mit dem EMF-Meter dokumentieren können und damit als Beleg heranziehen können. Normalerweise haben wir nur ein ganz, ganz schwaches Hintergrundfeld von elektromagnetischen Feldern. In der Natur kommen sie ja quasi nur quasi bei statischen Ladungsträgern vor, wie gesagt, sagen wir, Erze, die ein Elektronengitter haben, aber dann halt auch sehr, sehr schwach. Es gibt natürlich auch extreme Varianten, wie Pulsare oder Magnetare im Weltraum oder was wir hier auf der Erde spüren können, was im schlimmsten Fall sogar zu einem elektronischen Ausfall führen kann, eine Sonneneruption. Das ist ja quasi auch, ich sage mal, ein riesiges magnetisches Feld, was dann die Erde trifft, großteils abgefangen wird, aber halt, wenn es dann doch durchdringt, auch viele Schäden verursachen kann. Aber die normale Hintergrundstrahlung, die ist sehr, sehr gering, die liegt so, je nachdem, wo man ist, sagen wir bei 0,2 bis 0,4 Mikrotesla, also wirklich sehr, sehr, sehr gering. Und die natürlich nehmen wir raus. Die müssen wir beachten, dass es ist. Und wir müssen natürlich auch andere Quellen beachten, die uns ein falsch positives Ergebnis liefern könnten. Beispiel Stromleitung. Natürlich, da fließt Strom durch, das hat ein elektromagnetisches Feld. Geräte und so weiter. Ein Smartphone, das hat natürlich durch die Telefonstrahlung ein elektromagnetisches Feld. Es gibt verschiedene Messinstrumente für das elektromagnetische Feld, die wir verwenden. Je nach Situation gibt es halt welche, die verschieden gut sind, verschieden schlecht sind. Das erste und wichtigste, was ihr wirklich immer sehen werdet bei uns, was ich euch vorstellen werde, ist höchstwahrscheinlich auch das bekannteste, das K2 EMF-Meter. Ich komme ein bisschen näher, damit ihr das auch besser seht. So, ich denke, das ist nah genug. Beim K2 EMF-Meter seht ihr, gibt es quasi hier fünf Bereiche, von grün bis rot. Und wie man schon an der Anzeige sehen kann, ist, dieses Gerät ist nicht sehr genau, weil man sieht nur einen Bereich. Quasi kleiner 1,5, dann 1,5 bis 2,5, 2,5 bis 10, 10 bis 20 und dann über 20. Das heißt, wir haben hier keinen genauen Wert, aber der Vorteil ist halt, dass dieser Wert uns quasi einen guten Bereich gibt und vor allem sehr, sehr, sehr schnell in der Messung ist das Gerät. Und die Angabe ist hier Milligauss. Zur Erläuterung, der Umrechnungsfaktor zwischen Milligauss und Mikrotesla ist 1 zu 10.000, natürlich durch das Milli noch 1.000 weg, das heißt quasi 1 zu 10 am Ende nur.
Milli heißt halt Tausendstel, Mikro heißt Millionstel. Und ihr seht also, das ist sehr, 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 sehr empfindlich und hat trotzdem natürlich des Bereiches halt nur einen kleinen Messbereich. Ich mache es jetzt einfach mal an. Und nicht wundern, wenn ich das hier an- und ausmache, dann seht ihr, leuchten erstmal alle Lämpchen. Das hat damit zu tun, dass das Gerät quasi erstmal angeht, Check-up macht, schaut, ob alles okay ist. Das hat jetzt natürlich keine Messung, das muss man beachten, aber das weiß man dann halt. So, also die erste Lampe heißt jetzt mal kleiner 1,5 Milligauss. Ja, wie ich euch gesagt habe, die normale Hintergrundstrahlung ist so 0,4 ungefähr. Wenn sie relativ hoch ist, ist sie hier eigentlich in Deutschland erstaunlicherweise, haben wir festgestellt. So, und ihr seht auch, wenn ich das bewege, dann schlägt das nicht aus. Das liegt daran, der Messchip ist hier hinten drin, ist also gekapselt und reagiert deswegen nicht auf Luftzug, weil in der Luft sind ja auch freie Teilchen mit freien Elektronen, das heißt allgemein Ionen, die auch ladungsgebunden sind. Und wenn ich jetzt einen Luftzug verursache, dann wirbeln die und entsprechend verursache ich hier ein ganz, ganz kleines elektromagnetisches Feld. Das K2 allerdings ist, ich sag mal, unempfindlich dafür, weil es halt so einigermaßen ungenau ist und deswegen reagiert das gar nicht drauf. Das heißt, dass das Gerät ein falsch positives Ergebnis liefert, ist sehr, sehr gering. In der Regel, wenn wir einen Ausschlag haben, dann ist da was. Dann liegt es an uns festzustellen, ist das ein natürlicher Grund, sagen wir zum Beispiel eine Stromleitung oder wirklich ein metallhaltiges Gestein, oder aber wir können sagen, okay, wir haben hier nichts, was ein elektromagnetisches Feld emittieren könnte. Dann haben wir höchstwahrscheinlich etwas aufgenommen, was parapsychologisch ist, weil normalerweise sollte ein Magnetfeld sich nicht ändern. Und da ist dann der nächste Punkt. Haben wir ein statisches Feld, was sich nie verändert und das wir nicht erklären können? Das ist erstmal dann ganz, ganz komisch. Wenn sich es aber vor allem dann noch bewegt, das heißt es verschwindet oder es bewegt sich im Raum, dann haben wir höchstwahrscheinlich tatsächlich eine Entität, die selbst ein elektromagnetisches Feld abstrahlt bei der Umwandlung der Energie, was wir dann dokumentieren können. So, ich komme jetzt noch einmal näher und zeige euch mal am Beispiel von einem Smartphone, was ich mir kurz hinten raushole. Smartphone, ganz klar, hier gehen haufenweise Wellen rein und raus, Daten, Pakete werden gesendet an Satellit, kommen von einem Satellit. Das heißt, das Ding strahlt wunderbar und kann deswegen Fehler machen. So, wenn ich es jetzt mal, ich drehe es mal so rum, ihr seht, wenn ich jetzt weghalte, ich drehe mal kurz, damit ihr seht, der Abstand ist jetzt nicht so viel, eine Daumenbreite ungefähr, würde ich mal sagen, ne? Da ist da noch nichts. Sobald ich auch ein bisschen näher gehe, ich lasse den Daumen jetzt mal ausgestreckt, seht ihr, fängt es an zu reagieren. Das hier ist jetzt der Abstand von 1 bis 2 cm, da sagen wir eher 2 cm, wo es dann anfängt quasi zu blinken. Ich drehe es mal rum. Und ihr seht, je nachdem wo ich bin, habe ich auch verschieden starke Ausschläge. Hier zum Beispiel ist es relativ stark. Da könnte man, kann man quasi auch testen, wo quasi die Datenpakete ankommen, wo die verschiedenen elektronischen Teile verbaut sind. Seht, wir kommen hier bis zum gelben Bereich. Ich hatte vorhin sogar kurz, da seht ihr es, sogar schon im orangenen Bereich. Hier ist sogar rot ein bisschen. Also hier ist schon krass interessante Strahlung gewesen. Wie ihr seht, das variiert, weil natürlich die Datenpakete nicht konstant fließen, sondern immer wieder so ein Stückchen und die Elektrik da drin natürlich auch nicht einheitlich ist. Und was ich euch damit zeigen will, ist eigentlich auch, elektromagnetische Felder sind sehr lokal. Ich versuche es jetzt mal so schräg zu halten, dass man sieht, wenn ich rangehe und weggehe, ich muss schon sehr, sehr nah rangehen, damit man sieht, dass sich hier eigentlich überhaupt irgendwas tut. Und das ist eigentlich das Schöne an elektromagnetischem Feld. Es ist halt sehr lokal und damit können wir es gut lokalisieren. Erstmal weg mit dem Smartphone, brauchst gleich wieder. Wir können es sehr gut lokalisieren und damit dann genaue Aussagen treffen. Man muss sich das vorstellen wie bei einem Magneten. Genau das ist ein Magnet, ja, ein Magnetfeld. Ein verhältnismäßig starkes für die Größe. Und wie jeder kennt, wenn man Plus- und Minuspol hat, dann gehen die miteinander zusammen. Umso weiter weg ich bin, umso geringer ist das Magnetfeld, wo die beiden sich überschneiden. Und es passiert quasi nichts. Man merkt nichts. Aber umso näher ich zwei Magneten bringe, desto eher spüren wir die Anziehungskraft des verschiedenen Magnetfeldes. Und wenn die beiden Magnetfelder sich richtig stark überschneiden, umso näher wir kommen natürlich, umso mehr knallen die zusammen. Und das ist halt, weil ein Magnetfeld lokal um ein gewisses Zentrum ist. Und hiermit können wir halt sehr gut solche Zentren ermitteln. So, dann haben wir aber das Problem, ich mache es nochmal kurz an. Das Problem, es ist manchmal sehr ungenau. Wie gesagt, das ist in der Regel nicht so wichtig. Aber was ist halt, wenn wir mehr als 20 Milligauss haben? Was dann?
Ja, da müssen wir natürlich zum Messerfang greifen, das entweder genauer ist oder aber auch ein größeres Band abdeckt. Deswegen, das K2 packe ich mal kurz weg und zeige euch das Trifeld-EMF-Meter. Ja, auch das ist ein EMF-Meter. Ich mache es mal kurz an. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen, kann ich es hier einstellen? Das ist ein Mikro-Tesla. Machen wir jetzt mal ein Milligauss, damit wir einen vergleichbaren Wert haben, wo Mikro-Tesla natürlich sehr genauer ist. Ne? So. Ja. Das EMF-Trifeldmeter oder Trifeld-EMF-Meter, die Reihenfolge ist egal. Ich komme mal näher ran, damit ihr es seht. Das hat halt eine ganz, ganz genaue Anzeige. Wie gesagt, ich kann zwischen Mikro-Gauss und Mikro-Tester und Milligauss umschalten, wenn das mitmacht. Zack. Und ihr seht, die Kommastelle verschiebt sich. Mikro-Tesla zu Milligauss, wie ich euch gesagt habe, Umrechnungsfaktor ist 10. Ich lasse es jetzt mal auf Mikro-Tesla, weil es halt quasi genauer ist. So, das Problem an dem Gerät ist, in Anführungszeichen, es ist sehr, sehr genau. Das heißt, es reagiert auf Zirkulation. Wenn ich jetzt hier was drum bewege, die Luft, hoch. Ja, ich muss schon schnell bewegen, das seht ihr, es springt teilweise ein bisschen hoch. Aber wenn ich es selbst bewege, sieht man es noch deutlicher. Problem ist, ihr werdet es durch die Bewegungsschärfe der Kamera nicht sehen. Aber dann springt das teilweise hoch. Das heißt, wenn wir das bedienen, müssen wir natürlich aufpassen, dass wir selbst hier nicht irgendwie eine Abweichung verursachen. Ansonsten misst das halt auch normal elektromagnetische Felder. Ihr seht, wenn ich wieder hier rangehe, 0,28 teilweise. Wir hatten ja vor uns gehabt, dass es in den roten Bereich ging. Quasi stellt es jetzt mal wieder auf Milligauss, damit wir denselben Messverfahren haben. 3 Milligauss. Ihr seht, ich habe hier eine ganz genaue Ablesung und theoretisch 12. Wir waren ja vor uns quasi im roten Bereich, das heißt bis zu über 20. Na, es ist halt natürlich jetzt nicht immer garantiert, aber ihr seht, wenn man das jetzt so bewegt, spiegelt ja das Gerät nicht wirklich, sondern nur das Smartphone. Dann haben wir hier ein genaues Magnetfeld. Wenn ich es weiter weghalte, seht ihr wieder, das Magnetfeld strahlt nicht so weit aus, dass es viel macht. Ein bisschen macht es hier, wenn ihr seht. Ich komme schon ein bisschen näher ran. Der Abstand ist jetzt so. Das K2 ist halt nicht so genau, aber wie gesagt, das hier ist deutlich fehleranfälliger, weil man es durch eigene Bewegung beeinflussen kann. Außerdem ist es, sagen wir, von der Anwendung her optisch nicht ganz so schön, weil es halt natürlich keinen Lichtausschlag hat, sondern nur diese Anzeige, die halt ein bisschen unangenehm zu lesen ist. Das letzte, was ich euch zu diesem Thema EMF und sagen mobile Messgeräte vorstellen möchte, ist das hier, Melmeter. Melmeter ist von der Überlegung her ein geiles Gerät. Es misst gleichzeitig Temperatur und die Veränderung des Magnetfeldes. Vorteilhaft, weil das sind so die zwei häufigsten Formen der Energieumwandlung, die man beobachten kann. Sprich, das wäre das ideale Dokumentationsgerät, statt hier ein Thermometer, hier ein Messgerät oder irgendwo auf der Schulter eine Kamera oder so, wie auch immer. Das Problem ist, man hat nicht genug Hände. Das hier ist 2-in-1. Aber ich mache es jetzt nur kurz an, ihr werdet gleich das Problem feststellen. Dieses schöne Geräusch ist ein Alarm. Ich mache es wieder aus, es nervt. Warum ist das so? Das Gerät hat leider einen von der USA genormten Chip und reagiert auf Strahlungen, die höher 0,4 Milligauss sind. Also sehr, sehr gering. Ihr seht ja, das K2 hat der erste Bereich, das kleiner 1,5 Milligauss. Das hat 0,4 Milligauss als Grenzwert, wo der Alarm angeht. Und erstaunlicherweise ist es halt durchaus so, dass wir halt diese 0,4 in der Regel auch hier in der freien Natur überschreiten. Ich hatte es jetzt nur einmal woanders mitgehabt, da bin ich mal drunter gewesen. Das heißt, wir können das Ding wirklich nur da einsetzen, wo wir nicht schon von Natur aus eine hohe Hintergrundstrahlung haben. Es misst sehr, sehr genau. Es ist schön, weil es ein akustisches Signal abgibt und weil es trotzdem die Temperatur gleichzeitig mitmisst. Aber es ist halt natürlich nervig, weil dieser Grenzwert so niedrig ist und deswegen kommt es bei uns in der Regel nicht zum Einsatz, weil man kann den auch nicht anpassen. Das wollte ich euch trotzdem nur mal zeigen. Vielleicht seht ihr es ab und an mal. Und zwar, wenn wir irgendwo feststellen, dass wir eine genaue Messung brauchen und den Grenzwert unterschreiten, sodass es nicht von vornherein quasi reagiert, nur weil das Umfeld ein entsprechendes Magnetfeld emittiert. Ja, das ist halt, was ich euch zum Thema EMF-Meter, elektromagnetische Felder erzählen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn wir uns in den nächsten Videos wiedersehen, gerne auch bei einer Untersuchung. Und denkt daran, den Kanal zu abonnieren, Glocke für neue Infos. Und in der Videobeschreibung findet ihr natürlich auch einen Link, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Denn Forschungen kosten einiges an Geld, viel Zeit, viel Arbeit. Und deswegen sind wir für jede Unterstützung dankbar. Und wir würden uns freuen natürlich, wenn ihr denn unsere Arbeit gut findet und uns ein bisschen supporten würdet.
Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und sage Tschüss.